Herzlich willkommen zum ersten thematischen Podcast für das Seminar Diachrone Beschreibung der deutschen Sprache. Wir beginnen heute mit dem Thema des Althochdeutschen, das ich unter das Motto gestellt habe, Schrift und Schreiben am und auf dem Rand. Vor sich sehen Sie ein Pergament aus dem Kloster St. Gallen, und zwar den Codex 166. Eine lateinische Handschrift mit einer Besonderheit. Sie hat nämlich am Seitenende, weist sie zwei deutsche Wörter auf, zwei althochdeutsche Wörter, die Teil sind des sogenannten St. Galler Schreiberverses, der vollständig heißt Cumo Giscreib, Philo Cumo Gebet. Und hier sind realisiert Cumo Gebet, was so viel heißt, mit Mühe auf das Ende gewartet, wenn man es kontextualisierte. Wir werden auf das Beispiel noch zurückkommen. Nach diesem ersten Eindruck möchte ich Ihnen nun noch einmal ganz kurz die Methode vorstellen, nach der wir in den nächsten Sitzungen verfahren werden. Und zwar habe ich die mit einem Dreischritt benannt: Introduction, Exercise, Evaluation. Das, was Sie gerade hören, ist Teil der Einführung, der Introduction. Neben diesem Pod oder Screencast lesen Sie bitte auch die betreffenden Kapitel in Wilhelm Schmidts Sprachgeschichte. Schauen sich die Übersichten und Übungsaufgaben im zugehörigen Reader für das Seminar an. Und möglicherweise, wenn Sie möchten, schauen Sie noch eine oder zwei Dokumentationen aus den historischen Kontexten, die Ihnen noch ein wenig Hintergrund liefern für diese Zeit in Mitteleuropa. In der nächsten Woche werden wir oder Sie besser gemeinsam üben, und zwar im sogenannten Inverted Classroom. Und in der übernächsten Woche werden wir das relevante Wissen zum Althochdeutschen sichern und die Ergebnisse Ihrer Übung besprechen. Ich hätte nicht nur mit dem Althochdeutschen Schreibervers einsteigen können, sondern mit dem St. Galler Schreibervers, sondern auch mit dem sogenannten Zürcher Haussegen. Das ist auch ein sehr schönes Beispiel für althochdeutsche Schriftlichkeit. Ich lese Ihnen den Spruch ganz kurz vor. Assignandum domum contra diabolum, wollawich, dass du weißt, dass du Wicht heißest, dass du ne weißt, noch nicht kannst, retten Knoss Pinky. Zur Kennzeichnung des Hauses gegen böse Geister, gut Wicht, dass du weißt, dass du Wicht heißt, dass du nicht weißt, noch nicht kannst, also weder weißt, noch kannst, retten Knoss Pinky. Knoss Pinky ist ein Habax-Lipomenon, ist hier vollkommen singulär überliefert. Die Forschung ist sich bis heute noch nicht klar darüber, was es bedeutet. Einige sind der Auffassung, dass es der Name des Wichtes sein könnte, also das würde dem Rumpelstilzchen-Motiv entsprechen. Andere glauben, es sei der Spruch, der den Wicht vom Haus fernhält, aber das ist mit letzter Sicherheit nicht zu sagen. Nichtsdestotrotz ist es ein sehr schönes Beispiel für althochdeutsche Schriftlichkeit. Bevor ich nun in das Thema oder wir uns weitere Beispiele dieser Art ansehen, möchte ich ganz gerne erst die historischen Grundlagen legen, und ich werde mich hier konzentrieren auf die, mehr oder weniger auf die Herrschaftsgeschichte des Frankenreiches nördlich der Alpen und die Geschlechter der Merowinger, Karolinger und Ottonen. Und beginnen möchte ich mit einem sehr wichtigen Ereignis, nämlich der Taufe Chlodwigs in Reims. Und mit dieser Taufe steigt das Merowingerreich nicht nur aufgrund seiner militärischen Leistungen, sondern es wird auch angenommen, und die historische Forschung ist sich darüber einig, dass durch die Annahme des Christentums und der Stiftung einer einheitlichen Religion die Stabilität dieses Reichs gewährleistet worden ist. Chlodwig gründet um 500 das Fränkische Reich, das Reich der Merowinger, die dynastisch herrschen zwischen 482 und 714, und die abgelöst werden wiederum von den Karolingern von 714 bis 911. Der bedeutendste Vertreter der Karolinger ist zweifelsohne Karl der Große. Er regierte von 768 bis 814 und konnte durch zahlreiche Eroberungen des Gebietes des Frankenreiches weiter ausbauen. Am Weihnachtsabend des Jahres 800 wurde Karl in Rom zum Kaiser gekrönt. Damit tritt das Frankenreich die Nachfolge des Römischen Reichs an. Hier damit verknüpft ist die Idee der Translatio Imperii, über die wir gerne noch im Seminar weiter diskutieren können.
Wichtig ist für seine Herrschaft, dass 812 auch Ostrom den neuen Kaiser anerkennt. Auf dem Bild sehen Sie die Karlsbüste, die vermutlich nach 1349 entstanden ist. Und sie gehört zum Aachener Domschatz. In ihr soll ein Teil der Schädeldecke Karls eingearbeitet sein. Es handelt sich hier gewissermaßen, wenn man so will, um eine Reliquie, die gleichzeitig den Anspruch des Kaisers verdeutlicht, sowohl für die weltliche Seite der Herrschaft als auch für die geistliche Seite der Herrschaft zu stehen, also das heißt durch Gott eingesetzt zu sein. Auf dem kleinen Bild sehen Sie den Königsthron im Aachener Dom, der unverändert geblieben ist und den Teile der Grabeskirche in Jerusalem eingearbeitet sind. Die Karte zeigt die eindrucksvolle Expansion des Frankenreichs unter Karl. Er hat sehr erfolgreich gegen die Sachsen und Bayern gekämpft und konnte die Lombardei erobern, inklusive Rom. Die gelb eingezeichneten Gebiete, das sehen Sie im Norden jenseits der Elbe, dann im heutigen Ungarn und in Italien, sowie die Bretagne, stehen unter Einfluss Karls, konnten aber nicht ins Reich integriert werden. Seine Nachfolger, Karl der Kahle, Ludwig der Deutsche und Lothar der Erste, beerben Karl. Und das Reich wird dreigeteilt, und zwar im Vertrag von Verdun 843. Sie sehen das auf dieser grafischen Darstellung, nämlich das Königreich Karls des Kahlen, das Königreich Lothars des Ersten, das Königreich Ludwigs des Deutschen. Das Besondere daran ist, dass schon bald nach dem Tod der Söhne Lothars das Mittelreich unter Karl dem Kahlen und Ludwig dem Deutschen im Vertrag von Mersin aufgeteilt wird. Das war 870 und auf dem direkten Weg dahin sehen Sie 842 die Straßburger Eide, in denen sich Karl und Ludwig gegenseitig treu schwören. Und das in einer ganz besonderen Form. Überliefert sind die Eide in drei Sprachen, nämlich Lateinisch, Altfranzösisch und Althochdeutsch. Das Besondere ist, dass der Westfranke Karl in Althochdeutsch einen Schwur leistet, während Ludwig der Deutsche in Altfranzösisch schwört, und umgekehrt schwören die Heere, also das Heer Ludwig in althochdeutscher Sprache, dass sie Ludwig die Gefolgschaft aufkündigen, wenn er sich gegen Karl wendet. Damit ist eine vielseitige Absicherung möglich, ein äußerst spannender Text, den Sie hier in einem Auszug aus der Bibliothek Augustana sehen. An die Herrschaft der Karolinger schließt sich an die Herrschaft der Ottonen, und zwar nach dem Zusammenbruch des Karolingerreichs im 9. Jahrhundert ist es so, dass es eine Weile die Stammesherzogtümer um die Vorherrschaft ringen. Die Ottonen, Liudolfinger, setzen sich im 10. Jahrhundert durch, beginnen mit Heinrich dem I., den Sie hier auf einem Standbild sehen, der von 919 bis 936 deutscher König ist, und in Quedlinburg, hier sehen Sie die Stiftskirche und das Schloss, seine erste Ruhestätte fand für knapp 100 Jahre. Heute ist unklar, wo sein Leichnam verblieben ist. Ihm folgen nach Otto der Große, Otto der Zweite, Otto der Dritte und schließlich Heinrich der Zweite. Damit möchte ich diesen ersten Durchlauf der historischen Grundlagen als eine Geschichte der zentralen Herrscherhäuser beenden. Weitere Einblicke gewähren Ihnen die sogenannten historischen Kontexte. In einem zweiten Schritt werde ich mich jetzt der althochdeutschen Schriftlichkeit zuwenden, und diese ist, wie bereits eingangs kurz deutlich geworden ist, ohne Christianisierung nicht zu denken. Dieser Ausschnitt aus dem Pergament des Abrogans steht für den ersten zentralen deutschsprachigen Text. Es ist ein Glossar, ein deutsch-lateinisches Glossar, das benannt ist nach dem ersten Eintrag in diesem Text, nämlich Abrogans Demodi, und das bedeutet demütig bescheiden. Und dieser Abrogans liegt heute im Kloster St. Gallen als Kodex 911, ist aber vermutlich in Freising entstanden.
Der Abroganz steht für den Beginn der literarischen Stufe des Althochdeutschen vom 8. bis 11. Jahrhundert, mit dem auch die karolingische Reform in Verbindung gebracht wird und in der Klösterkirchen und Bischofssitze als Zentren althochdeutscher Schriftlichkeit etabliert werden. Das Ende dieser Epoche wird gemeinhin angesetzt mit dem Tod Notgers des Deutschen um 1022. Der literarischen Stufe vom 8. bis 11. Jahrhundert geht die vorliterarische Stufe vom 5. bis 7. Jahrhundert voraus. Aus dieser Zeit haben wir lediglich 60 Runen, ca. 60 Runeninschriften, und es werden einige althochdeutsche Wörter in mittellateinischen Quellen erwähnt. Jetzt ist der Name St. Gallen so oft gefallen, dass man sich natürlich anschauen kann, wo denn überhaupt geschrieben wurde. Also man kann sich die Plätze der Schrift betrachten. Hier sehen Sie den idealisierten Klosterplan St. Gallens, der in Reichenau angefertigt worden ist, einem Kloster einen Katzensprung entfernt. Und gelb umrahmt sehen Sie Klausur, das ist der Lebensbereich der Mönche, inklusive dem gut sichtbaren Kreuzgang. Darüber sehen Sie in dieser Darstellung das Kirchenschiff und links vom Altarraum das Skriptorium. Im Skriptorium wird geschrieben und gelitten. Schreiben ist mühsam und eine sehr anstrengende Tätigkeit. Warum, werde ich Ihnen im Seminar zeigen. Nicht, deswegen ist der St. Galler Schreibervers wahrscheinlich nicht umsonst so häufig überliefert, was relativ selten ist. Hier sehen Sie noch einmal eine vollständige Variante in Majuskeln. Eine recht ungeübte Schreiberhand hat ihn verschriftet. Das Besondere an diesem Codex 623 ist, dass mit neuhochdeutscher Schrift darunter gesetzt ist eine Übersetzung, kaum geschreib, viel Kummer gebeit, mit Mühen geschrieben, noch mühsamer das End erwartet. Hier sehen Sie zugleich schon die Kontextualisierung dieses St. Galler Schreiberverses. So hat man sich Skriptorien vorzustellen. Auf der linken Seite sehen Sie das Skriptorium von Saint-Michel und in der oberen Darstellung eine Rekonstruktion eines Skriptoriums. Der Name St. Gallen ist jetzt schon relativ häufig gefallen. Sie sehen, St. Gallen gehört in den Schreibbereich oder in den Dialektbereich des Alemannischen. Wie Sie sich vielleicht erinnern können, in der ersten Sitzung haben wir darüber gesprochen, aus welchen germanischen Stämmen sogenannte Schreib- oder Dialekte des Deutschen hervorgegangen sind oder aus welchen Stämmen. St. Gallen liegt wie Reichenau im Bereich des Alemannischen und wir können schlichterdings nicht sagen, dass es eine die althochdeutsche Sprache gab, sondern es ist mehr oder weniger so, dass wir unterschiedliche Schreibdialekte haben, die einen Hinweis darauf liefern, wo bestimmte althochdeutsche Texte entstanden sind. Und wir unterscheiden hier das Alemannische, das Bayerische, das Südrheinfränkische, das Rheinfränkische, Ostfränkische und Mittelfränkische. Betrachten wir uns nun diese Zentren althochdeutscher Schriftlichkeit etwas genauer. In St. Gallen entsteht nicht nur die reiche Schriftlichkeit Notgers des Deutschen, also das heißt zahlreiche Übersetzungen, die er kommentierte, sondern Entschuldigung, auch zahlreiche Paternoster- und Credo-Übersetzungen. In Reichenau lässt sich reiche Klosenarbeit nachweisen und vor allen Dingen die interlineare Version der Benediktinerregel und alles aus dem 9. Jahrhundert. In Freising entsteht, wie gesagt, höchstwahrscheinlich der Abroganz in der zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts, man sagt ungefähr um 790. Natürlich zahlreiche Vaterunser-Übersetzungen. In Regensburg, das sogenannte Muspili, da werden wir nachher noch drauf zu sprechen kommen, ist ein Gedicht vom Weltuntergang, Stabreim vom Anfang des 9. Jahrhunderts. Weitere wichtige Orte sind Mondsee und Salzburg. Südrheinfränkisch sind die Schriften, die Otfried zugewiesen werden. Er ist
bekannt geworden durch eine Evangelienharmonie. Und weiter wichtig ist der sogenannte Weißenburger Katechismus, der um 800 entstanden ist. Aus dem Ostfränkischen soll hervorgehoben werden der Tatian aus Fulda, der wohl um 830 entstanden ist, und das Ezzolit aus Bamberg aus dem 11. Jahrhundert. Nun zu den sprachlichen Besonderheiten des Althochdeutschen. An erster Stelle zu nennen natürlich die sogenannte zweite oder althochdeutsche Lautverschiebung, die wohl die wichtigste Entwicklung im Bereich des Konsonantismus ist. Das Besondere ist hier, dass sie das Althochdeutsche von allen anderen germanischen Sprachen unterscheidet. Im Wesentlichen gibt es zwei zentrale Verschiebungen, nämlich einmal, dass die stimmlosen Plosive PTK je nach Stellung im Wort entweder zu Pf, Z und Kr verschoben werden, das heißt im Anlaut nach Konsonanten und in Gemination, und nach Vokal verschoben werden nach F, S und Ach. So, dass sich Beispiele daraus ableiten können, wie gotisch Pund, altdeutsch Pfund, altsächsisch oder altniederdeutsch Twenzig oder altdeutsch Zweinzug oder gotisch Kaun für bayerisch oder alemannisch Horn. Die zweite Variante, nämlich die Verschiebung nach Vokal, lässt sich an Beispielen illustrieren wie altsächsisch, altniederdeutsch Slapan, althochdeutsch Slafan, gotisch Itan, althochdeutsch Esan oder altsächsisch, altniederdeutsch Makon, althochdeutsch Machon. Das sind zentrale Beispiele für die Verschiebung der stimmlosen Plosive in der zweiten althochdeutschen Lautverschiebung. Daneben gibt es noch eine weitere Verschiebung, nämlich der stimmhaften Plosive BDG nach PTK. Diese Verschiebung findet vor allem in Oberdeutschland statt, also im Oberdeutschen, und wird seit dem 11. Jahrhundert teilweise wieder rückgängig gemacht, außer in Gemination. Hier als Beispiele germanisch Bindan zu bayerisch Pintan oder gotisch Giban zu bayerisch Kepan. Sie haben vielleicht bei dem Schreibervers bemerkt, dass Kibait und Kipait einmal mit stimmhaften Plosiv realisiert ist, also mit B, und einmal mit stimmlosen Plosiv P. Das ist genau ein Hinweis auf diese Verschiebung im oberdeutschen Sprachraum. Neben der zweiten oder althochdeutschen Lautverschiebung sind vor allen Dingen die Oppositionen im Althochdeutschen wegen grammatischen Wechsels hervorzuheben. Hier handelt es sich um Konsonantenalternationen, und zwar innerhalb eines verbalen Paradigmas, wie Sie an den Beispielen sehen können. Damit müssen Sie in der, um es knapp zu sagen, in der Analyse von Übungsaufgaben schlicht rechnen. Und es ist immer deutlich sichtbar, wenn es sich um solche Oppositionen im Althochdeutschen wegen des grammatischen Wechsels handelt, die mit der ersten Lautverschiebung einhergegangen sind. Wichtig im Bereich des Vokalismus ist der sogenannte I-Umlaut. Zu unterscheiden ist hier ein Primärumlaut und ein Sekundärumlaut. Für das Althochdeutsche zentral ist der Primärumlaut, nämlich das A und E vor I, lang I und J in der Folgesilbe zu I assimiliert wird. Das heißt, es handelt sich hier um, der I-Umlaut ist die Bezeichnung für den Vorgang bzw. das Ergebnis einer partiellen regressiven Fernassimilation des Vokals einer Haupttonsilbe an den Vokal der unbetonten Nebensilbe, sodass wir dann Gast im Singular und Gesti im Plural im Althochdeutschen vorfinden oder Lamp und Lambier. Davon zu unterscheiden ist der Sekundärumlaut. Und hier ist es so, dass sich zunächst die zunächst nicht umgelauteten Vokale A, O und U zu ihren Umlauten wandeln. Und es außerdem noch eine Verschiebung im Bereich der Langvokale und Diphthonge gibt, sodass auch Althochdeutsch machtig zu Mittelhochdeutsch mächtig umgelautet wird und Althochdeutsch mari zu Mittelhochdeutsch mehre. Wir werden das nachher noch an einem Beispiel sehen, nämlich dass der Lehnsuffix, der lateinische Lehnsuffix ari, also von arius,
im Althochdeutschen produktiv wird. Und diese wird natürlich im Zusammenhang mit dem Sekundärumlaut ebenfalls umgelautet, sodass wir heutzutage zum Beispiel Bildungen haben wie legendär. Auf den sogenannten Rückumlaut gehe ich jetzt nicht ein, das besprechen wir im Seminar und darüber hinaus im Tutorium. Neben der Umlautung sind auch die althochdeutsche Monophthongierung, die althochdeutsche Diphthongierung und der althochdeutsche Diphthongwandel hervorzuheben. Es ist so, dass die germanischen Diphthonge I zu althochdeutsch E, germanisch Au zu althochdeutsch O gewandelt werden. Im Bereich der althochdeutschen Diphthongierung ist das germanisch lang O zu althochdeutsch Uo und das germanisch lang E zu althochdeutsch Ea, Ia und Ie verschoben. Sie sehen die angegebenen Beispiele, die Sie sich bitte einprägen. Wir werden im Verlauf des Seminars noch zahlreiche andere besprechen, sodass hier keinerlei Eile besteht, sich die Beispiele nun auf der Stelle einzuprägen. Nützlich ist es auf jeden Fall. Der althochdeutsche Diphthongwandel steht für die Verschiebung von AI zu A, O zu U, IO zu IU bzw. EO. Neben den Wandelphänomenen im Vokalismus und im Konsonantismus ergeben sich auch Veränderungen im Bereich der Morphologie. So ist es so, dass sich für das Althochdeutsche der bestimmte Artikel nachweisen lässt. Es sind die ersten analytischen Umschreibungen des Perfekts und Plusquamperfekts mit Haben und Sein sichtbar. Es gibt das analytische Passiv und Futurperiphrasen. Daneben werden die Flexionsparadigmen wesentlich vereinfacht. Ich zeige Ihnen nachher noch ein konkretes Beispiel. Für die Wortbildung ist es so, dass tatsächlich frühere eigenständige Lexeme zu Suffixen grammatikalisiert werden, so zum Beispiel Heid, das ursprünglich stand für Person oder Gestalt, Skaff für Ordnung, Plan, Schaft für Schöpfung, Turm für Urteil bzw. Gericht. Wie schon erwähnt, wurde der germanische Suffix Jan durch das Lehnsuffix Ari von lateinisch Arius verdrängt. Das sind übrigens sehr schöne Beispiele, die Sie sich merken können für die Sekundärumlautung. Im Bereich der Syntax ist es so, dass, wie eingangs erwähnt, das dominante Lateinische einen sehr starken Einfluss auf das Deutsche hat. Und es ist tatsächlich so, dass in zahlreichen deutschen Texten Sie das Gefühl haben, Sie lesen eine direkte Wort-zu-Wort-Übersetzung aus dem Lateinischen. Zur Lexik ist zu sagen, dass der Wortschatz durch die Bereiche Religion und Kirche, Schriftwesen und Volkswesen sowie Obst und Gartenbau, dafür wird es nachher auch noch ein sehr schönes Beispiel geben, massiv ausgebaut werden. Also man spricht gemeinhin von gewissermaßen einer Christianisierung des Wortschatzes, wenn man das überhaupt so sagen kann. Ohne die Christianisierung hätten wir wahrscheinlich kaum althochdeutsche Schriftlichkeit. Ich kann Ihnen nur anraten, dass Sie sich für die Klausur oder für das Einprägen dieser Lautwandelphänomene besonders schöne Beispiele heraussuchen. Davon gibt es genug. Ich möchte Ihnen hier das zeigen für das neuhochdeutsche Herz, also das Herzensorgan oder die Liebe oder was auch immer Sie mit dem Herzen assoziieren. Sie sehen in der ersten Übersicht aus dem Abriss der althochdeutschen Grammatik eine Gegenüberstellung von Althochdeutsch, Mittelhochdeutsch, Altniederdeutsch und Gotisch. Wie relativ schnell deutlich werden sollte, sehen Sie sowohl Veränderungen im Vokalismus wie im Konsonantismus. Ganz typisch für die zweite hochdeutsche Lautverschiebung ist die Verschiebung von T nach Z, also von Hariatur nach Herza. Und die Veränderung des ehemals des Diphthongs zum Monophthong im Bereich der Wurzel. Ich habe Ihnen das daneben weiter abgedruckt, noch den Eintrag aus dem Oxford English Dictionary und dem etymologischen Wörterbuch nach Pfeiffer beim DWDS. Beide sind ideale Quellen, um sich über die Verwandtschaftsbeziehungen von
einzelne Lexemen innerhalb der germanischen Sprachen oder indoeuropäischen Sprachen klar zu werden. Sie sehen, dass sie an Herz nicht nur nachweisen können die zweite Lautverschiebung, das heißt vom Germanischen zum Althochdeutschen, die das Gotische logischerweise nicht mitgemacht hat und das Altniederdeutsche ebenfalls nicht. Sie sehen daneben, dass die Sprachen des Englischen oder Niederländische ebenfalls diese Verschiebung nicht mitgemacht haben, angegeben für Altenglisch Hörte und für Holländische oder Niederländische Hart. Daneben sehen Sie aber auch die indoeuropäische Wurzel von Lateinisch cor cordis und die griechische Wurzel. Hier interessant, besonders in Bezug auf Cardia, von dem sich die Kardiologie ableitet. Das etymologische Wörterbuch nach Pfeiffer, das beim DWDS hier auszugsweise wiedergegeben ist, fasst noch eine ganz andere Menge von Varianten auf, über das Mittelniederdeutsche bis das Mittelniederländische und das Altenglische und Neuenglische und Altnordische, sodass Sie hier einen kompletten Eindruck bekommen von der Vielfalt der Lexik, wenn Sie sich die germanischen Sprachen im Vergleich anschauen. Mit der zweiten althochdeutschen Lautverschiebung kann die Dialektgliederung des deutschen Sprachraums im Wesentlichen als abgeschlossen gelten, also als konturiert. Sie sehen das an dieser Übersicht, die ich aus dem DTV-Atlas Deutsche Sprache entnommen habe. Und es gibt danach noch einige andere Verschiebungen, aber keine andere lautliche Entwicklung wird mir so stark die Dialekte voneinander abheben, wie es die zweite Lautverschiebung getan hat. Deswegen nutzen Sie diese Übersicht noch einmal, um sich zu vergegenwärtigen, wie die Dialektgliederung, Dialektlandschaft nach der zweiten Lautverschiebung aussieht. Diese Grafik und Übersicht, glauben Sie mir, werden Sie nicht zum letzten Mal sehen. Damit möchte ich die sprachlichen Besonderheiten des Althochdeutschen hier abschließen. Ich bin mir vollkommen im Klaren darüber, dass wir nur einen Bruchteil behandeln konnten, vor allen Dingen was den Bereich des Vokalismus angeht. Ich hoffe aber, dass wir darauf noch einmal zurückkommen, wenn wir das Altniederdeutsche besprechen und das Mittelniederdeutsche und Mittelhochdeutsche vor allem. Denn im Kontrast werden Sie noch einige sprachliche Merkmale wesentlich deutlicher sehen und erkennen können, da Sie ihnen dann noch einmal anders und vergleichend vor Augen gestellt werden. Ich werde jetzt zum nächsten Punkt weitergehen, der für diesen Podcast noch bleibt, und zwar die Entwicklung des Wortes Deutsch. Hier möchte ich im Wesentlichen nur eine Linie nachzeichnen. Es ist zunächst eine Fremdbezeichnung, die verwendet wird, um die Volkssprache zu bezeichnen, nämlich die, die nicht von Römern gesprochen wird, also die jenseits des Limes gesprochen wird. Und so unterscheidet man zunächst Latine und Theodiske. Theodiske wird erschlossen von Theodisk, zum Volk gehörig, von Germanisch Pseudo, Volk. In Straßburger Eiden 842, die haben wir uns ganz kurz angesehen, wird von Theudisca Lingua gesprochen. Das ist ein rechtssprachlicher Terminus zur Abgrenzung von lateinischer und romanischer Sprache. Um 1000 spricht Nutger von Indiodiscum als Sprachbezeichnung, und um 1090 im Annolith wird Jütisch dann für Bezeichnung für Sprache, Land und Leute genutzt. In der Abbildung sehen Sie den Bischof Anno von Köln in der sogenannten Darmstädter Annovita, die um 1180 entstanden ist und in der Hessischen Landes- und Hochschulbibliothek liegt. Mit diesem kurzen Überblick über die Entwicklung des Wortes Deutsch möchte ich den eigentlich thematischen Teil des Podcasts schließen und zu einem sehr schönen Beispiel kommen für althochdeutsche Dichtung, nämlich das sogenannte Muspili, ein Weltuntergangsgedicht. Und möglicherweise kann man Muspili ebenfalls wieder, und da schließt sich der Kreis, zum Knospinki. Ein Habax Legomenon ist nur einmalig überliefert. Mit Sicherheit übersetzen kann man es nicht. Es wird in der Regel wiedergegeben als Weltenbrand oder Weltuntergangsbrand oder als Weltuntergang. Und liefert einen ganz schönen Ausblick auf die Vorstellungs- und Glaubenswelt im Althochdeutschen. Sie sehen, hier ist es Teil, ebenfalls wieder am Rand, eine Schrift, althochdeutsche Schriftlichkeit am Rand in einer lateinischen Handschrift. Es wurde am Anfang des 9. Jahrhunderts in Freising aufgezeichnet
und auf den Seitenrändern einer Handschrift aus dem Besitz Ludwigs des Deutschen. Das Muspeli wurde 1817 entdeckt von Johann Andreas Schmeller und 1832 erstmals veröffentlicht. Ich werde Ihnen jetzt in den nächsten Minuten das Muspeli vorstellen. Zum Glück muss ich das nicht selber tun, denn Dirk Ohlenroth aus Tübingen kennt es viel besser als ich. Der Text ist entnommen aus dem althochdeutschen Lesebuch. Die Quelle zu Text und Audiodateien ist am Schluss des Podcasts angegeben. Ich möchte Sie noch einmal ganz kurz hinweisen auf die Übungsaufgaben, die Sie im Bereich unter diesem Podcast verlinkt finden. Hier sollen Sie bitte zwei Lexeme untersuchen. Das können Sie für sich allein anhand des PDFs machen oder sehr gern auch online kollaborativ in einem Pilotpad, was ich dazu zur Verfügung gestellt habe. Dort werde ich auch kommentieren und mir Ihre Analysen näher anschauen. Auf jeden Fall werden diese zwei Übungsaufgaben in der Sitzung in 14 Tagen diskutiert, besprochen, sodass Sie einen Eindruck von einer prototypischen Klausuraufgabe schon jetzt haben und auch ein erstes Feedback über Ihre Analyseleistung. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche und wir sehen uns in der nächsten Sitzung. Bis dahin, tschüss. Syntag piqueme das Ertauwanskal. Wann das Saar so sich die Usela in den Sint arhefit, en die sie den Lichamun lickern lasit, so quimmet ein Herri von der Himmel zungalon das Andar von der Peche, dar pagan siu umpi. Sorgen mag die Usela und sie die Usurna arget, zach wedere mo Herrie sie gehallot werde. Wanta, ipusia des Satanases, ki sindi, ki winnet, das leitet sie asar, dar ihru Leid werdet, in Fuir en die Finstri, das ist recht auf firinlich Ding. Upisia hafar ki hallo und die dar von der Himmele quemmant, enti si der Engilo eigan werdet, die bringen sie asar uf in Himmelo riechi, dar ist lieb ano tot, liocht ano finstri, selida ano sorgun, darnist neoman siuch. Denn der Mann in Pardisu, pu, ki winnet, hus in Himmele, dark wie mit immer Hilfer, ki nurg. Pidiu ist durft, Michel, alle Romano will ich immer, dass es in sin Mut, ki spanne, dass er Gottes Willen kerno tuo, in die hella fuir harter Wiese, peches pina, dar piutit der Satanas altist heißan Lauk. So mag huckan zadiu sorgen drato, der sich sonntigen weiß. Weh, demo en finstris calcino firina stuen, prinnan in peche. Das ist recht o palvig ding, dass der Mann harret ze Gotte, in die immer Hilfer nie quimit. Warnet sich Kinada die Uvenager Seela, nie ist in Kihuktin Himmeliskin Gotte, wanta hier in Verolti after nie Verkuta. So denne der machtige Kuning das Mahal gibanit, daras kal quemman kruno kilichas. Denne nikitar parno noch ein den Bann furisitzan, nie alle Romano velich, zu demo Mahales kuli. Dar skala fora demo rieche, as rachus tantan, wie das in Verolti ki verkot habeta. Das hör dich, Rachon, dir Verold recht wieson, das skuli der Antichristo mit Eliase pagan. Der Warch ist gewafanit, denn er wirdet unter in Wieg arhappan. Kämpfen sind so kräftig, Diokosa ist so Michel. Elias stritet, wie den ewigen lieb, will i den Rechtkernon das Riechi ki starkan. Pidius gal immer helfern, der Himmeles ki waltet. Der Antichristo steht wie der mal Altfiante, steht wie der mal Satanasse, der innen versenkern skal. Pidius gal in der Ruvik stetti wund pi fallan, enti in der mal Sinde sigalos werdan. Doch warne des Philu Gottmanno, dass Elias in der Morwiege erwartet werde.
so dass Eliases Blut in Erda ki triufit, so in Prinnant die Berga, Paum nigistentet enigen Erdu, Acha artrocknent, Moor verswilchet sich, Svilizot laugiu der Himmel, Mano fallit, Prinnit mitilagart, Sten nigistentet enig in Erdu, Ferret ene stua tago in Land. Ferret mit iu fuiro firicho vi sohn, Dar nimag den mag andre mo helfan vor dem Muspille. Denn das breite Wasser alles verprinnet, in die Fuhr, in die Luft ist alles erfurpit, war ist denne die Umarcha, dar wandar eo mit sie den Magon piek. Die Umarcha ist verbrunnen, die Usela steht pidwungen, nie weiß mit wie Upurse, so fährt sie zerwiese. Pidio ist dem Manne so gut, denn er zu dem Mahale quimmet, dass er Racho no Velicha Rechto artele. Denne nie darf er sorgen, denn er zu der Usur nu quimmet. Nie weiß der Wenagoman, wie er lich an Wartil er habet, denn er mit den Miaton marret das Rechta, dass der Tiufall darpi kitarnit stentit. Der habet in Ruhe wo Racho no Velicha, dass der Mann er und die sieht, upiles kifromita, dass er es alles kisaget, denn er zu der Usurnu quimmet. Nie skolta sieht manna noch ein, mir tun in Fahan. So das himmeliska Horn ki chlutit wirdet, enti sich der anna den Sint arhefet, der da Suonanskal toten enti lepenten, denne hefet sich mit immer Herjo Meister. Das ist alles so bald, dass immer Nioman ki pagan ni mag. Denne fährt er zu deru Mahalstetti, deru dar ki marchut ist. Dar wirdet die Usurna, die man dar io sageta. Denne farant Engila, upper dio marcha, wegrand deota, wiesand zu dinge. Denne skalmano gilich von deru Moltu arsten, losan sich arderu levo fasson, skal immer hafar sin lieb piquemman. Dass es in recht alles kirachon mursi, enti immer after sinen taten artelet werde. Denne der ki sitzit, der asurnan skal, enti artelan skal toten, enti quekren, denne steht darum pi engilo menigi, guotaro gomuno, gard ist so michil. Dara quimet deru Richtungu so filo, dir dar Aresti arstehnt. So dar Mano noch ein Wicht pimidan nimak, dar skal deine Hand sprechen, haupit sagen, allero lido velich, und sie in den lutzigen Finger, was er unterdessen Manun mordes kifromita. Dar nie ist eo so listig, Mann, der da io Wicht arliugan megi, dass er gitarnan megi tato de chena, nis all vorer demo kuninge gekundet werde, usan er es mit alla musanu furimegi, enti mit fastun die offirina kapursti. Denne der paldet der gepursit habet, denne zu deru surnu quimit. Wirdet denne furi getragen das frono cruzi, da der heilige Christ anna Arhangan ward, denne auget dio Masun, die in der Rumeniski anfieng, die er durch desse Mann kunnes minna fardolit.